Herzlich willkommen, liebe Leute, ich bin's, euer Tom, und wir befinden uns in einer weiteren Overwatch-Partie auf der Map DE, das 2. Und da wir das 2 spielen, werden wir gleich auch einen Shooter sehen. Habe ich so ein Gefühl zumindest. Ja, der hat sie ganz schön gut ausgesehen. Gucken wir uns das mal weiter an. So, checken wir erstmal die Stats. Unser Suspect hat 20 zu 17, was schon mal ganz ordentlich ist. Ist der Ton zu laut? Nee. Was schon mal ganz ordentlich ist. Und ja, natürlich keine Skins. Wie immer bei solchen Leuten. Ja, ja, genau. Ich habe in der letzten Zeit relativ viel Counter-Strike gespielt. Das ist immer so ein Hoch und Runter mit den Hackern. Ne? Manchmal hast du in jedem Spiel eins an einem Abend und manchmal ja, hast du auch einfach Glück, dass du keinen erwischt hast. Ne? Und deswegen machen wir das Ganze auch, damit so viele Cheater wie möglich wegkommen. Naja, nur leider habe ich das Gefühl, dass nicht jeder, der reported wird, auch in Overwatch schon ist. Also, falls da sich einer auskennt. Ja, also der hat einen Aimbot und einen Warlock. Sage ich jetzt schon mal. Man kann natürlich noch nichts beweisen, aber sieht auf jeden Fall so noch aus. Weil A, wusste er, dass da einer kommt, ohne dass er Steps gemacht hat. Und B, ja, ich will nicht sagen, dass das Ziel kurz unnatürlich auf den Kopf gegangen ist, weil der war schon in der Nähe vom Kopf, ja. Das sah aber schon, ja, komisch aus. Aber, wie ich auch schon mal sagte, der Warlock ist der beste Aimbot. Und, ja, wir werden uns das mal angucken. Also, wahrscheinlicher einen Warlock als einen Aimbot. So kann man es auf jeden Fall mal festhalten. Ja, da war auch gut drauf auf dem Kopf, direkt wieder. Und er wusste natürlich, wo er steht. Also, Warlock, ja, schon mal zu 99% sicher. Ja, und dass er einen Aimbot hat, ja, ich glaub schon, weil er hält einfach nicht auf und schießt. Aber, da... Ja, es ist noch nicht so sicher wie mit dem Warlock. Also Warlock 100% jetzt mittlerweile. Er wusste eben ganz genau, wo er hin aimen muss. Ja. Gucken wir uns das mal an. Er ist immer nur noch auf Platz 2, hat aber auch schon mal 60 Punkte gemacht. Was ist? 7 Assists, 23 Kills. Ist schon mal ein ganz guter Wert. Aber die anderen haben alle auch recht viele. Ne? Also ist ja auch schon ein langes Match. 12-12. Ich hasse das 2. Na, gestern wieder einmal das 2 gespielt. Und was war? Natürlich war da einer dabei, der schon ganz gut war. Also halten wir das mal so fest. Jo, weiter geht's. 13-12 für das CT-Team. Unser Suspect ist immer noch nur Zweiter, weil vielleicht hat der Erste ja auch an, keine Ahnung. Aber wenn er schon mit seinem Warlock so viel Kills hat, oder nur so viel Kills, kann man ja auch sagen, dann wird der Erste vielleicht auch nicht ganz sauber spielen mit denen. Aber man weiß es ja nicht. Wo er hinten aimt. Er aimt auch viel zu niedrig. Den hat er gesehen, also den hat er durch die Wand gesehen, dachte er steht an der Ecke, deswegen hat er da schon mal hingeaimt. Den hat er natürlich auch gerichtet, ja. Und er hält einfach drauf und ja, also wie gesagt, ich bin mir nicht sicher mit Mainbot. Weil wenn du einen Warlock hast, dann weißt du ungefähr, wie, wann du aimen musst und ja, ist immer schwer dann zu sagen. Also Warlock bin ich mir zu 100% sicher, dass er einen hat. Ich hoffe, das sehen die anderen Leute auch, die sich hier dieses Overwatch-File angucken. Jetzt guckt er zumindest erstmal gegen die Wand. Flashbang. Flashbang. Ja, der letzte ist Alang. Und ist down. 14-12 für die CTs.
Unser Suspect kommt immer zwei Punkte dichter ran, jede Runde. Also er aimt auch irgendwie wie ein richtiger Kackmuck, muss ich sagen. Also immer nur auf dem Boden. Nicht auf Kopfhöhe, irgendwie eher so auf Beinhöhe. Macht nun mal gar keiner. Jetzt geht er durch die Smoke. Ohne vorher zu flashen, einfach durch. Ja, und er hält einfach drauf und trifft alles. Also ich denke schon, dass er ein Aimbot hat. Ich denke aber leider auch, dass es nicht viele Leute so sehen wie ich. Weil sie halt den nicht erkennen. Wir wissen ja alle, ich erkenne mal alles. War der 100% blind gehabt? Ich weiß es nicht. Oben, genau. Da hat er sich versteckt. Die Flash war... Ich weiß jetzt nicht, was ich von der Flash halten sollte. Kam die jetzt durch? Weil wenn ja, dann war die gar nicht so schlecht. Gut, da hat er einfach drauf gehalten in der Hoffnung, der Aimbot zieht rüber. Trotzdem gewinnt das CT-Team. 15 zu 13. Wir sehen also noch maximal 3 Runden. Unser Suspect ist mittlerweile Erster. Und da fällt auch direkt der erste Terrorist. Da gucken wir uns nochmal die Smoke. Ne, die ist oben drauf, oder? Die ist nicht so gut. So, der letzte Terrorist ist in den Katakomben. Und wird jetzt von unserem Suspect geholt. Und ich sage euch eins. Ich bin mir recht sicher, dass er beides anhatte. 100% sicher sogar mit dem Aimbot, Warlock und Aimbot, ja. Also ich würde sogar über meine 50% gehen, die reichen hier, um ihn zu reporten. Das Problem ist einfach nur, dass ich nicht glaube, dass das die anderen auch so sehen. Von daher, ja, bleiben wir bei dem Warlock. Der steht nämlich zu 100% fest und ich glaube, den haben auch die anderen gesehen. Wobei er natürlich auch nicht wirklich Leute durch die Wand geholt hat. Ne? Es waren eher so Timings, die er da auf seiner Seite hatte. Naja. Warten wir mal ab. Ich bin's, euer Tom. Habt noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Overwatch-Fall. Ja. Ciao. Tschüss.